Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich hatte ja letztes Mal bei der Befreiung von Bane den Schlüssel gefunden mit der Quest Gefängnis der Vergessenen und das wollen wir jetzt mal machen. Dafür müsst ihr nach Venari, oh, der Kristall. Quest, das hier hat eine der mächtigen Wachen des Kerkermeisters bei sich getragen. Wisst ihr, wozu es gut ist? Ich glaube, das ist eine Art Schlüssel zu einer Kammer innerhalb von Torgas. Durchsucht den Vorraum nach einem Gerät, das dazu passt. Wie es danach weitergeht, da kann ich nur spekulieren. Traut nichts, was ihr im Schlund seht. Alles klar. So, wir werden dann nochmal nach Torgas gehen. Und werden uns im Vorraum umsehen. Ne? Ich wollte das letztes Mal nicht in die Folge mit reinmachen, weil das hier nochmal was anderes ist. Ihr werdet auch gleich sehen, warum. So, hier ist die Vorkammer. Herrschaftsschloss. Als ihr den Schlüssel in das Gerät einsetzt, zittert es kurz und öffnet sich dann. Der Runenmetz. Hi. Tief im Innern. Wer seid ihr? Wollt ihr weitere meiner Erinnerungen extrahieren? Ich befürchte, es sind keine nützlichen mehr übrig, außer den Erinnerungen an meine Gefangenschaft. Oder vielleicht seid ihr wegen etwas anderem hier? Sprecht mit dem Gefangenen und erfahrt mehr über seine Situation. Ihr seht aus wie eine Handwerkerin. Wenn ihr die Fertigkeiten besitzt, kann ich euch mein Wissen über die Herstellung der Gefäße vermitteln, in denen die Runenkräfte aufbewahrt werden. Wer seid ihr und warum seid ihr hier? So, jetzt ist er fertig. Tief im Innern, ihr könntet der Schlüssel zu meiner Freiheit sein. Werdet ihr mir helfen, Sterbliche? Quest beenden. Wiedererwachen. Wenn ihr meine Erinnerung zurückholen könnt, kann ich euch helfen, zumindest glaube ich das. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Findet eine gestohlene Erinnerung des Runenmetz. So, dafür müssen wir rausgehen und Uldarrik töten. So. Dann gehen wir einmal raus. Und der ist gar nicht so weit weg, wenn ich mich erinnere. So. Wir haben jetzt den Runenmetz gefunden. Der Runenmetz
ist dafür da, dass wir unsere legendären Items bauen können. So, dann lass uns mal daraus gehen. So, wir müssen dahin. Heißt, wir laufen jetzt hier rechts den Weg runter. Versuchen. Wir können ne könnten nebenbei ja natürlich auch die Seelen noch sammeln. Aber ich hole jetzt einfach mal nur die Erinnerung. Alles andere können wir ja dann im normalen Kampagnenspiel weitermachen. Was ist das da? Lodernde Barren. Ja, hier gibt es zum Beispiel auch nochmal extra Quests, die nebenbei gemacht werden können. Oder hat sich jemand den Elite geangelt? Den kannst du auch behalten. So, wir laufen jetzt hin. Da müssen wir hin. Wieder erwachen. Er wurde jetzt gerade getötet. Ja, und jetzt müssen wir hier nochmal hin. Ja. Die wird halt auch gerne, weil es halt ein Ra ist und man da natürlich schneller Quest erledigen kann. Auch gerne mal getötet. Manche haben auch irgendwelche Items. Der hat, glaube ich, nichts. Und dieses Ding hier habt ihr immer, wenn ihr Seelen sammelt. Ne? Das ist zum Seelen sammeln. So. Der müsste jetzt aber langsam mal auftauchen. Man kann auch warten, bis der Mob da ist, bevor man das benutzt. So, wir haben das. Alleine natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber ganz ehrlich, komm, wir ziehen den jetzt mal. Das ist wahrscheinlich für uns. Weil wir gerade auch alleine sind. Ah, da ist noch jemand. Hi. Och Gott, die gibt's noch. Hi. Ich glaube, ich sollte mich von dem hier lösen. Die. Das ist eine der. Die Gilde, die hat mich halt gerade gewundert. Das ist eine der ältesten Raid-Gilden, glaube ich, auf unserem Server. So. Ich habe halt sehr, sehr lange, ne? Ich habe halt sehr, sehr, sehr lange Dings gespielt. Allianz. Man kennt sich nach über 10 Jahren. Kennt man die ganzen Leute. Kennt man die ganzen Gilden. So. Jetzt haben wir das erledigt. Oh, sie hat gar nicht so viel gekriegt. Guck mal. Für den einen Mob. Das geht. Also bei Tana ist der schneller voll. Kommt mir mal vor wie so ein Welpenschutz hier am Anfang. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht runtergefallen. Nee, ist er nicht. So, einmal zurück zum Schmied. Und er bekommt seine Erinnerung. Es ist ewig her, dass ich etwas anderes als die Umrisse dieses teuflischen Gefängnisses kannte. Hab Dank, Sterbliche. Nun zu der von euch benötigten Unterstützung. Ein verfluchter Vertrag. Ja, allmählich erinnere ich mich. Macht, Macht mit einem Ziel. Das ist es, was ich anbieten kann. Runen sind der Schlüssel. Ich erinnere mich an eine von ihnen, aber um sie ihre Au Um sie in eure Ausrüstung einzubringen, benötige ich meine Hände.
Nun, eine Hand würde genügen. Beide wären besser. Findet einen Weg, mich von dem Fesseln zu befreien, Sterbliche. Dann kann ich euch die Macht anbieten, die ihr sucht, danach die Freiheit und vielleicht den Untergang desjenigen, der mich gefesselt hat. So, und jetzt muss ich wieder raus. Verfluchter Vertrag. War hier nicht irgendwie die Möglichkeit, eine der Fesseln anzuklicken? Nee. So, da müssen wir einmal raus, glaube ich. Und nochmal raus. Ah, Venari. Hallo, Venari. So. Ah, mein neuer Partner. Die Ketten eines Gefangenen zerschlagen. Ich weiß nicht, wie man das bewerkstelligen könnte, außer es ist gefährlich, aber da gibt es einen Weg. Alles klar. Eine gravierende Chance. Zuerst braucht ihr ein Gefäß, um die Anima aufzunehmen. Und eine Möglichkeit, die auszustoßen. Ich besitze zufällig ein solches Gerät, das ich euch gerne überlassen werde. Für einen Preis, versteht sich. Ihr erinnert euch doch noch an Zowals Kessel? Die Bewohner dort wurden in unheiligem Feuer geschmiedet. Angenommen, ihre Anima ist von ähnlicher Natur, dann müsste sie sogar die Metalle des Turms schmelzen können. Ich bin davon überzeugt, dass ihr mit meinem Gerät und ihrer Anima euer Ziel erreichen könnt. Kauft einen Anima-Supplifizierer und besorgt 5 Einheiten geschmolzenes Anima. Machen wir. So. Die 50 haben wir, Gott sei Dank. Er regt nicht die Aufmerksamkeit des Kerkermeisters. Okay. So, und jetzt müssen wir Anima sammeln. Yeah! Wunderschön. Naja, nebenbei können wir dann auch noch, denke ich mal, die Seelen machen. Aber wir wollen ja schauen, dass wir... Wer bist denn du? Ah, Seele. Wir wollen ja schauen, dass wir den... Was machst du da? Machst du die immer wieder auf? Wir müssen ja Anima sammeln. Okay, das sind die kleinen. Ich brauche, glaube ich, den großen, ne? Ja. Hier. Kommt her. Die bleiben gerade die ganze Zeit stehen. Seht ihr das? Weil so viel los ist. So, die Kleinen sind jetzt alle... Ne, sind sie nicht. Jetzt. Nehmen wir auch noch mit. Wir brauchen den hier. Aber eigentlich müssen wir... Es ist, glaube ich, egal, wen wir töten. Die haben, glaube ich, alle die Möglichkeit, Anima zu droppen. So. Mach die Kleinen weg, komm. So, dann brauche ich dich. Bevor der Dings da wieder da ist. Was machst denn du jetzt hier? Ja, dankeschön. Da ist auch eine Seele. Nehmen wir gleich mit. Ich nehme sie einfach gleich mal mit. No.
Ich nehme sie einfach gleich mit. Ja, die stehen ja einfach nur noch an den ganzen Spots. So, dann. Da ist er. Hat der auch Anima? Ah, den kann ich töten. Wollte gerade sagen, was macht der denn da? So, schön rein da. Ich mache halt kaum Schaden, ne? Und jetzt sind da mittlerweile so viele Leute drauf. Oh. Passt auf, der Elite kommt. Den wollen wir nicht machen. Genau. Und gepult. Ja, den kannst du aber halten. Wer immer den gepult hat. Wer immer den gepult hat, darf den noch behalten. So, wir brauchen noch ein Anima. Manchmal sind in den Dingern hier Kugeln drin, die könnte er mitnehmen. Nicht immer, aber manchmal. So, wir werden jetzt wieder zurückgehen. Wenn wir das letzte Anima haben. Wobei, wir können uns auch zurückporten. Da ist noch so ein. So, wo ist er? Da ist er. So, wir haben auf jeden Fall die Seelen fertig. Aber ich brauche noch einmal geschmolzenes Anima. Und dann würde ich mich zu Venari zurückporten. Da haben wir auch noch eine Patrouillenkarte. Das lesen wir aber gleich im Schutz. Wir porten uns jetzt erstmal zurück. Das lesen wir uns dann gleich vorne mal bei ihr durch. Wenn ihr Sachen findet, die gebt ihr sowieso immer bei Venari ab. So, das hier ist die Patrouillenkarte der Schlundgebundenen. Ein Diagramm, das die Bewegungsmuster der Schlundgebundenen skizziert, wurde auf das Pergament gekritzelt. Venari könnte das für nützlich finden. Ja, wahrscheinlich, ne? Hi. Alle Mysterien werden gelüftet. Hier, die Karte gebe ich dir einmal. Wäre das alles, Schlundgänger? So, könntet ihr die Anima besorgen? Ja, habe ich. Ist wie immer beeindruckend, obwohl ich zugeben muss, dass derartige Heldentaten mich immer weniger überraschen, je besser ich euch kennenlerne. So. Das schwächste Glied. Das sollte ausreichen, um die Bande zu lösen, die euren neu gefundenen Verbündeten festhalten. Bevor ihr das tut, möchte ich ein Wort der Warnung aussprechen. Man sollte keinem Wesen vertrauen, das an diesem Ort gefangen ist. Seid vorsichtig, Sterbliche. Schließlich war es eine Schande, einen so wertvollen Geschäftspartner zu verlieren. Ich werde euch nicht länger aufhalten. So, wir haben da noch, das sind die normalen Weekly Schlundquests von Venari. Da kümmern wir uns jetzt aber auch nicht drum. Wir werden jetzt wieder zum Runenmeister gehen. Zum Runenmetz. Ich sag immer Runenmeister, aber es ist ja Runenmetz. So. Kann ich das machen? Ich habe einen Weg gefunden, aber wir haben nur einen Versuch, dann wollen wir euch mal befreien. Ja,
Geschmack auf Freiheit. Ein Anfang. Wie laut er auf einmal ist. Wir müssen ihn aufhalten. Das schwächste Glied. Freiheit, in gewisser Weise ja. Das ist gut, ich danke euch. Was wollt ihr? Ah, Macht ja. Also gut. Geht vorsichtig in die Finsternis. So, jetzt kriegen wir 3 Quests von ihm. So, einmal Asche des Turms. Als ersten Schritt zum Erhalt der Macht müsst ihr etwas beschaffen. Ja, ich glaube, ich erinnere mich wieder. So, wir müssen einmal für ihn 1250 Seelenasche besorgen. Die letzten Teile. Solche Macht fordert ihren Preis. Die aschenen Überbleibsel der in diesem Turm verlorenen Seelen. Ja, erklimmt ihn. Holt euch, was verbleibt. So. Diesen Part der, Questreihe machen wir auch einmal extra. Ich werde den nochmal extra ausschneiden. Deswegen wundert euch nicht, dass jetzt keine Begrüßung kam. Die letzten Teile. Die letzten Komponenten, die ihr beschaffen müsst, sind Gefäße, Runengefäße, Rüstung, welche die Macht für die Ermächtigung erhält. Das ist eine Quest, wo immer wieder Leute fragen, was muss ich da machen? Wie funktioniert das? Kann ich das alles kaufen? So. Also, die Sachen braucht ihr ja auch, um halt dieses legendäre Handwerk zu lernen. Ich nehme das mal eben an. Und dann haben wir hier noch die Gefäße der Edelsteine. Das ist die Berufquest. Wenn ihr einen Herstellungsberuf habt, bekommt ihr, sobald ihr den freispielt, auch nochmal eure Berufequest. Ne? Das heißt, ich muss diese Quest jetzt nach Oribos zu meinem Lehrer bringen und der gibt mir dann die Vorlagen für die Legendären. Ne? Ihr scheint mit Edelsteinschleiferei vertraut zu sein, doch selbst eine Juwelenschleiferin lernt nie aus. Sollte Gefäße anfertigen können, in denen die Macht der Runen ruht. Dies kann ich euch jedoch nicht beibringen. Doch, es gibt einen Weg. Ich werde euch eine Erinnerung mit den Plänen für die Gefäße anvertrauen. Bringt sie zum Meister eurer Kunst, dann zeigt er euch den Rest. Genau. Wir wandern durch die Bruchstücke der Erinnerung. So. Und jetzt zum Herstellen von dem legendären... Hier, die letzten Teile. Ne? Ihr müsst jetzt noch ein Runengefäß beschaffen und verschiedene Schreiben. Das bedeutet, ihr braucht einmal... Ihr braucht einmal den Gegenstand, mit dem ihr herstellen wollt. Das heißt, ihr braucht... je nachdem, was ihr am besten braucht. Ihr braucht halt eine Brust, einen Ring, halt einen Rohgegenstand von den Legis 190. Dann braucht ihr vom Inschriftler die Rollen. Ihr müsst halt gucken, was wollt ihr haben. Wollt ihr Crit haben, wollt ihr Tempo haben, wollt ihr Vielseitigkeit haben. 2 Schriften davon braucht ihr. Die sind mittlerweile auch nicht mehr so teuer. Und dann braucht ihr die Asche. Ja, er schickt euch ja auch nochmal los, 1250 Asche zu besorgen. Und ja, ne? So, und dann müsst ihr euch auch noch, sind die hier? Ja. Die Erinnerung besorgen. Na, zum Beispiel hier von Ringen ist Eche von Eona. Und da gibt es halt eine genaue Liste, wo ihr was herbekommt. Ihr seht, das sind zum Beispiel alles Echos, die ich schon mit meinem Druiden gesammelt habe. Na, deswegen sind die hier auch schon aktiv. Die anderen sind noch nicht aktiv. Da müsst ihr euch am besten mal im Internet eine Liste angucken, wo ihr welche Erinnerung herbekommt. Und wenn ihr das alles habt, geht ihr wieder zu ihm und er schmiedet euch dann die Gegenstände. Aber als allererstes müsst ihr halt wirklich hier die Sachen besorgen. Dann braucht ihr die Asche,
die Erinnerungen. Ja, und das ist es eigentlich. Ne? So, meine Lieben, wir werden natürlich jetzt erstmal zum Berufelehrer gehen. Das mache ich jetzt gleich auf den Rückweg. Und wir werden die nächste Folge dann sowieso in Oribus starten. Und dann mache ich das gleich mit. Ne? Oder vielleicht mache ich es auch nochmal extra. Mal gucken. Also, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und es hat euch ein bisschen geholfen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.